In diesem Video möchte ich dir meine Morgenroutine zeigen und wie du es auch schaffst, um 5 Uhr aufzustehen. Viel Spaß dabei. Zuallererst muss ich sagen, dass ich kein Frühaufsteher bin. Bevor ich Kinder hatte, bin ich in der Regel so um 9:30 aufgestanden. Ich bin schon relativ lang selbstständig und habe das einfach genossen, später aufzustehen. Als ich Kinder hatte oder habe, bin ich meistens so um 7:30 aufgestanden, war trotzdem noch total bananenmüde. Und ich habe mich im letzten halben Jahr dazu entschlossen, früher aufzustehen, um 5 Uhr bis 5:30 Uhr. Und das ist echt gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass das die meisten können, wenn sie einige Dinge beachten werden. Und genau über die werden wir sprechen. Und ich werde dir zeigen, wie meine Morgenroutine ausschaut. Und wahrscheinlich kannst du die eine oder andere Sache mitnehmen, die dir hilft, fit in den Tag zu kommen und richtig Power zu haben. Als nächstes steht das Mobility an. Ich merke einfach, ich brauche Stretching. Ich muss mich ein bisschen dehnen, um weniger Rückenschmerzen zu haben, um mich fitter, mobiler zu fühlen. Denn durch das viele Sitzen im Tag merke ich einfach, dass die Muskulatur einschläft. Und das brauchen wir nicht. Nach den 10-15 Minuten Mobility werde ich erstmal einen Smoothie trinken. Also Grünzeug, das ich dann runterexe. Und dann habe ich einfach ein gutes Gefühl, ob das was bringt oder nicht. Schwer zu sagen, aber ich glaube, dass es mir einfach gut tut und wenn es nur psychisch ist. Danach hole ich mir die Bibel, weil ich einfach merke, das ist für mich die wichtige Grundlage. Ich lese erst einen Teil, ein Kapitel im Alten Testament, dann lese ich die Sprüche, dann lese ich die Psalme und dann lese ich einen Teil des Neuen Testamentes. Und das hilft mir, einen guten Kontext der Bibel zu haben. Ich schreibe mir dann die wichtigsten Punkte runter und versuche dann ein Fazit zu finden. So, was ist der Kontext, der heute vielleicht Gott auf mein Leben setzen will? Und das hilft mir einfach, Klarheit und Fokus zu haben. Das sind die ersten zwei Punkte oder die drei Punkte mit dem Trinken, die mir schon mal eine feste Gewohnheit geben, eine feste Routine und die mir helfen, so im Kopf Dinge abzuhaken, um mich besser zu fühlen. Im Anschluss nehme ich mir Zeit zu beten, also für Freunde, für Bekannte, für gewisse Situationen, die mir wichtig sind, die auf dem Herzen sind. Ich glaube, wenn das, was in der Bibel steht, wirklich stimmt, dann hat Gebet auch einen Einfluss, dann macht es einen Unterschied. Und deswegen nehme ich mir da auch ganz fest die Zeit und habe da ungefähr so 15 bis 20 Punkte, die ich jeden Tag runterbete. Und das Interessante ist, dass ich die eine oder andere immer wieder rausstreichen kann und überrascht bin, was da alles passiert. Sobald ich fertig gebetet habe, hole ich mir noch ein christliches Sachbuch, lese da einige Seiten, meistens so eine Viertelstunde. Im Anschluss lese ich noch ein ganz normales Buch. Entweder geht es um Persönlichkeit, es geht um Finanzen, um Unternehmertum. Also ganz viele Bereiche, je nachdem, was mich gerade interessiert. Als nächstes lese ich meine Vision und meine Mission, um die mir jeden Tag klar zu machen. Ich lese zumindest mal meine Vision vor, weil die sehr kurz ist. Leitbild ist viel zu lang, aber könnt ihr mal zuhören. Naturgewalt, jeder Einzelne zählt. Ich träume von einer Welt, in der Menschen erkennen, wer sie sind und was sie können. Diese Erkenntnis wird dafür sorgen, dass sie sich lieben, ihren Körper wertschätzen, trainieren und bis ins hohe Alter fit halten. Durch ihr Charisma und ihre Gaben werden sie in ihrem Umfeld einen spürbaren Unterschied machen und somit Familien, Freunde, Arbeitskollegen und ganze Generationen verändern. Das ist das, warum ich YouTube und Co. mache. Ich merke einfach, wenn ich keine Klarheit über das habe, was ich jeden Tag machen will und wo ich mich hin fokussieren will, dann fällt es mir schwer, dann sehe ich irgendwann auch keinen Sinn mehr im Alltag. Und deswegen hilft es mir, jeden Tag meine Mission und meine Vision durchzulesen. Wenn das fertig ist, dann fängt schon fast der Tag an. Das heißt, dann bereite ich das Frühstück für die Familie vor, für die Kinder, mache die Frühstücksboxen für die beiden Kinder, mache das Wasser frisch für die Kids. Und dann werden sie auch angezogen, um gemeinsam in den Kindergarten zu gehen. Das heißt, ich bringe sie in den Kindergarten, ist immer eine schöne Zeit. Als Papa ist es ja leider heutzutage so, dass man im Durchschnitt 20 Minuten pro Tag mit den Kindern verbringt. Und wenn man es dann schafft, das Ganze noch zu steigern, ist es umso besser. Also ich freue mich da über jede Minute und deswegen bringe ich die Kinder morgens in den Kindergarten. So, jetzt werden die Schücher noch angezogen. Laptop ist drin, Sporttasche ist gepackt. Kinder haben ihre Rucksäcke, los geht's. Anschließend mache ich einen kleinen Spaziergang und dann bin ich auch schon beim Auto. Nehme dort meinen Podcast auf, fahre zur Arbeit und das ist mein Tag. Das ist mein Start in den Tag. So fange ich unter der Woche jeden Morgen an.
Wenn man sich die Biografien von einigen erfolgreichen Persönlichkeiten anschaut, dann merkt man, dass auch sie Frühaufsteher waren. Beispielsweise Benjamin Franklin, Steve Jobs. Mark Wahlberg ist ein extremes Beispiel, er steht schon um 3 Uhr morgens auf. Dwayne Johnson oder Martha Stewart. Also es gibt einige Leute, die Frühaufsteher sind. Und ich glaube, nicht wenige von ihnen sind nicht natürlich Frühaufsteher, sondern sie haben es sich antrainiert. Und ich möchte dir jetzt die Methoden zeigen, die dir helfen können, auch zum Frühaufsteher zu werden, produktiver zu werden und mehr im Tag zu schaffen. Fangen wir mit dem wichtigsten Tipp an. Ich glaube, dass die Entschlossenheit, wirklich früher aufstehen zu wollen, das Allerwichtigste ist. Ich habe festgestellt, seitdem ich mir wirklich das Wort gegeben habe und sage, Flavio, du stehst früher auf, auch wirklich früher aufstehe. Das heißt, ich muss zu meinem eigenen Wort stehen und das musst du auch lernen. Wenn du es schaffst, sagst, ich stehe um 5 Uhr auf, dann steh zu deinem Wort und steh auf, egal ob du Lust hast oder nicht. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, schau, dass du jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehst. Wenn du nämlich anfängst zu kombinieren, dann überlegst du dir morgens, wenn du aufstehst und der Wecker klingelt auch, normalerweise stehe ich ja vielleicht um 6 Uhr auf, heute wollte ich um 5 Uhr aufstehen, ach komm, ich schlafe noch mal eine Stunde länger. Und dann hast du jeden Morgen den Kampf mit dir. Wichtig ist, dass es dir einfach fällt. Einfache Regeln, das heißt immer zur festen Uhrzeit aufstehen. Punkt Nummer 3, bilde dir Morgenrituale, also Dinge, die dir helfen, um mehr Power und mehr Kraft zu haben. Bei mir ist es beispielsweise das Mobility-Training, das Bibellesen, meine Vision und Mission aufzählen oder auch einfach gute Musik hören. Also schau, was passt zu dir und welche Rituale sind für dich perfekt. Schau nicht zu weit nach links und zu weit nach rechts, sondern guck, was dir Spaß macht, was dir gefällt und was dir Energie gibt. Und dann wirst du dich auch mehr freuen, jeden Morgen aufzustehen. Punkt Nummer 4, feier kleine Erfolge. Also schau, dass du Dinge machst, wo du das Gefühl hast, cool, wieder was geschafft. Das könnte zum Beispiel das sein, dass du jeden Morgen ein Bett machst. Das könnte sein, dass du jeden Morgen 5 Minuten oder 10 Minuten leichte Sporteinheiten machst. Aber es muss dir das Gefühl geben, dass du schon die ersten paar Sachen im Tag abhaken kannst. Und das hilft dir, besser in den Tag zu starten. Punkt Nummer 5, versuche nicht den Wecker direkt neben das Bett zu legen, denn die Gefahr, dass du auf weiter drückst, ist relativ groß. Je weiter du den Wecker weglegst, desto eher wirst du dich bewegen. Entweder weil natürlich das Geräusch unangenehm ist oder weil die Frau sich vielleicht ärgert. Egal, Hauptsache du stehst auf, kommst in Bewegung und legst dich nicht mehr ins Bett. Eine wichtige Sache habe ich vergessen und zwar jeden Morgen den Tagplan. Auch ich mache das jeden Tag. Ich schaue also in meinen Kalender rein, was steht denn heute an. Natürlich wird man nicht alles schaffen und am Ende wird man vielleicht den einen oder anderen Punkt offen haben, aber es hilft einem mehr Fokus und mehr Struktur zu haben und das hilft einem wieder mehr Spaß zu haben, in den Tag zu starten und Dinge abzuarbeiten. Also probier es mal aus, morgens bevor der Tag richtig startet, deinen Tag zu planen. Wenn du früh aufstehen willst, solltest du natürlich auch schauen, dass du nicht zu lange wach bleibst und auch nicht zu viel Ablenkung vor dem Zu-Bett-Gehen hast. Das heißt, Fernseher, Handy, Internet, alles was flimmert, solltest du kurz vor dem Schlafengehen reduzieren, dann wirst du besser einschlafen und einen erholsameren Schlaf haben. Natürlich ist es vollkommen klar, dass man nicht einfach weniger schlafen kann. Man braucht einen gewissen Mindestschlaf und ich habe es so hinbekommen, dass ich mich früher ins Bett lege. Früher habe ich meistens so um 12, 12:30 mich in die Falle gelegt. Mittlerweile liegt es zwischen 10 und 10:30, allerspätestens 11. Das heißt, die Zeit, wo ich morgens früher wach bin, gehe ich auch abends früher ins Bett. Das bedeutet, dass ich beispielsweise keine Serien mehr schaue, mehr Buch lese oder Dinge mache, die mir einfach helfen, besser runterzukommen. Und ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt, denn meistens ist es so, dass man abends die letzten paar Stunden irgendwie sinnlos vergeudet. Wenn man anfängt, diese zu reduzieren, zu streichen und dafür morgens einzufügen, wenn man produktiver ist, glaube ich, dass man sich auch viel besser fühlt, wenn man in den Tag startet. Es gibt natürlich die eine oder andere Person, die es abends nicht schafft, zum Training zu gehen. Da kann es auch helfen, dass man entweder morgens ins Fitnessstudio geht oder von zu Hause aus trainiert und da schon seine To-Dos abarbeitet, um sich besser zu fühlen, um leistungsfähiger zu bleiben. Im besten Fall springt auch mehr Zeit für Frau und Familie raus, wenn man sich dafür entscheidet, früh morgens die richtigen Prioritäten zu setzen. Also schlussendlich liegt es an dir, was du aus diesen ersten Morgenstunden machst und ob du bereit bist, diese Veränderung in dein Leben zu etablieren. Ich muss von mir sagen, es hat sich grundlegend ganz viel in meinem Leben verändert. Ich habe mehr Power, mehr Energie, bin fokussierter, es macht mehr Freude, ich habe weniger Rückenschmerzen und. Also, schreib mir gerne mal drunter, ob du auch Bock darauf hast,
morgens früher aufzustehen oder ob du es bereits machst und was sich in deinem Leben diesbezüglich verändert hat. Ich würde sagen, ansonsten bis zum nächsten Mal. Dein Flavio Simonetti und nicht vergessen, YouTube-Kanal abonnieren und wenn du deine Trainingsleistung optimieren willst, schau dir jetzt Coach Rate an, dein eigener Trainer fürs Fitnessstudio. Servus!